Willkommen Leute zu einer neuen Runde von Super Mario Maker. Lange kam hier nichts mehr, aber nun machen wir endlich mal wieder weiter. Ja, wir gehen in die normale 100 Mario Herausforderung und starten dabei auch eine neue. Denn heute machen wir mal eben ein ganz neues System hier. Wir machen die sogenannte First Try or Skip Challenge. Wir werden sie möglicherweise auch noch im Guard schwierig machen. An der Form sehr schwierig habe ich nun wirklich kein Interesse, weil die meisten Level davon sind eh nur Troll Level. Und das wäre meiner Meinung nach viel zu frustrierend. Deswegen steigen wir erstmal hier ziemlich leicht ein und starten mit dem ersten Level. Irgendwas mit Wasser, wenn ich mit meinen Italienisch-Latein-Kenntnissen was anfangen kann. Und da lag ich schon mal nicht so weit daneben. Ist hier drüben irgendwas Spektakuläres oder nichts? Oder war das sogar der Weg? Und ich bin mir auch sicher, dass wir irgendwann auch mal sterben werden. Aber das ist ja Mario Bros. 3 unter Wasser. Wer nimmt das schon her? Also das ist das, sozusagen das Set, was am wenigsten genutzt wird, soweit ich weiß. Habe ich zumindest irgendwo mal gehört. Oh oh. Da gehe ich lieber unten rum. Ich gehe einfach am Boden entlang, dann kriegen die mich auch nicht. Die Blooper. Aber die machen das schon mal gar nicht so einfach hier. Aber wir haben es hoffentlich überstanden jetzt. Ja, haben wir. Das erste haben wir schon mal durch. Wir machen auch die komplette Challenge. Bloß eben, ich weiß nicht, ob wir sie direkt in diesem Part machen oder ob wir sie auf zwei Parts aufteilen. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir eben noch sehen. Kommt darauf an, wie oft wir fällen hier. Es, weil es ja normal ist, heißt es, dass wir ziemlich oft eigentlich es im First Try schaffen sollten. Okay. Dieses Level habe ich, glaube ich, schon mal gespielt. Zumindest eins in diesem System. Ja, dieses Level, das kenne ich. So, dann müssen wir eben das hier gleich nochmal machen. Also, ich muss sagen, ich fand die Idee von diesem Level ja eigentlich echt gut, aber ich konnte es nicht. Jetzt bin ich zu doof dafür wieder mal geworden. Ah, na gut, aber da sollten wir jetzt nicht zu weit zurück müssen. Oh, das war nicht mal so gewollt. Aber kann man hier überhaupt sterben? Boah, das war knapp. Haben wir das nicht geschafft? Jetzt schaffen wir es wohl auch nicht mehr so weit darüber. Wobei. Oh, wir sind erst am Checkpoint, okay. Und jetzt können wir sterben. Ja, wir haben übrigens auch eingeführt, dass wenn ein Checkpoint kommt und ich den aktiviere, dann darf ich einmal sterben. Einmal und beim zweiten Checkpoint eben. Ein zweites Mal, bevor ich skippen muss. Weil sonst ist es auch ein bisschen doof, finde ich. Okay.
muss man so konzentriert sein. Ah. Okay, das ist ein bisschen schwierig hier gerade. So war's besser. Wir haben es geschafft, okay. Ich dachte, ich schaffe diese letzte Lücke irgendwie nicht. Dachte ich. Es sah für mich zumindest so aus. Ist echt eng hier geworden. Naja, wir haben es geschafft. Eben mit einem Tod. Und wie ihr seht, dieses Level hat schon einen Stern von mir bekommen. Das heißt, dieses Level muss ich schon mal gespielt haben. Automatic Mario and I'm 9 years. Okay, super Titel. Also wenn das ein Automatic-Level ist, dann ist es eh für uns durch. Dann sterben wir normalerweise auch nicht. Ja, was sehr spektakulär ist das hier nicht. Also, ich meine, es gibt wirklich Gehasse, aber es ist jetzt nicht spektakulär genug für einen Stern, würde ich mal sagen. Aber ganz ehrlich, ich habe solche Level lieber als solche überharten, unfairen Level aus der schwierigen und sehr schwierigen Mario Challenge. Deswegen sag ich, dass die normale und die leichte sogar die besten Level haben. Die normale und leichte Challenge. Ich meine, klar, die allerbesten, oder zumindest manche von den allerbesten, gehören zu sehr schwer. Oh je. Sehr kreatives Level. Aber im Prinzip sind 90 bis 95% der Level aus schwer und sehr schwer nur diese Trolling-Level, wo sie solche Swamps irgendwie über dich tun, sodass du sie nicht siehst und dass sie einfach aus dem Nichts runterkommen. Die sind nur da, um dich zu ärgern, zumindest die meisten. Codes. Okay. Was soll das werden? Ein Koopa-Spam. Okay. Alles klar. Aber es war okay, kann man sagen. Es war jetzt meiner Meinung nach kein hirnloses Level. Weil solche Level kann man auch einfach mal nur auf einen Gegner basieren. Ist auch mal gut. Besser als gefühlt jeden Gegner zu platzieren. Wie es ich eben gemacht habe bei einem Level von mir. Spin to win. Oh je. Da werde ich Probleme haben. Ja, wir sind gestorben. Wir müssen das erste Mal skippen. Das war aber irgendwie klar, fand ich. So, irgendein japanisches Level. Mal sehen, was ich mir darunter vorstellen soll. Ich bin so doof. Meine Güte. Zweites Mal skippen in Folge. Alles klar. Blue One Up Gaming. Okay, jetzt ein Franzosen-Level. Ach so, muss ich jetzt ernsthaft darauf warten, bis Kamek hier alles durchmacht. Das kann 10 Jahre dauern. Und dann muss ich höchstwahrscheinlich auch noch Glück haben, dass ich nicht in zu viele Gegner reinlaufen muss. Ich stelle mich jetzt hier hin.
dann bekomme ich wenigstens einen breiteren Weg zum Laufen. Hilfe, die kommen ja auch noch zu mir rüber. Gleich können wir durch. Ach klar, die haben jetzt auch noch die Flagge weggemacht. Stimmt. Oh, also auf sowas muss man erst mal kommen, auf so einen Blödsinn. Ja, manche Level sind halt auch ein echter Blödsinn, die hier drin sind. Aber naja, das gibt's ja überall, so wie ich finde. So, nächstes Franzosen-Level. Ja, ich kann mit diesen Dingern ja so super umgehen. So, hätten wir. Alles klar. Jetzt können wir dafür sorgen, dass der Checkpoint ist jetzt in der Luft. Tja, das ist nicht sehr logisch, was der hier gebaut hat. Ja, und einfach mal so Montys in diesen Clown-Cards spammen ist ja auch jetzt nicht so toll. Ich denke, wir werden hoffentlich wenigstens jetzt das Level schaffen. Oh, jetzt kommt... Oder auch nicht. Okay, den ersten hätten wir gekillt. Und den auch. So, aber jetzt? Wohin jetzt? Ah ja, stimmt, wir hätten auch einfach hier nur durch müssen. Aber es war dementsprechend eigentlich clever, dass wir den Bowser Jr. oder die Bowser Juniors getötet haben. Also, im Prinzip wieder ein durchschnittliches Level. Ich fand jetzt das mit dem Bowser Jr. ein bisschen witzig. Weil ich meine, eigentlich existiert ja nur ein Bowser Jr. Und das ist schon wieder... Ich verstehe gar nicht, dass man eh mehr davon platzieren kann. Na gut, einerseits ist es lustig, dass man sie sozusagen spammen kann. Aber warum nicht unendlich viele? Ui, ich bin am besten Weg, das jetzt schon zu verhauen. Gut, immerhin haben wir noch den hier getötet. Jetzt fliegen wir hier einfach darüber. So können wir so einen schön ercheaten praktisch. Ich wollte die nicht mal haben. So, jetzt haben wir zwar unsere Clown-Kutsche nicht mehr. Hey, super, hat er die Pilze hier platziert. Und jetzt ist auch noch mein Propeller weg. Klasse. Aber wir schaffen es noch. Und haben auch unsere 100 Leben hier mit zurück. Das ist gut. Weil ich will es bestmöglichst auch noch mit 100 Leben am Ende beenden. So, ich denke, jetzt haben wir ja dann Halbzeit. Das heißt, wir machen das hier zum letzten Level dieser Folge. Na gut, oder auch nicht. Das war einfach nur dämlich. Okay. Das ist gerade nicht passiert. Bowser's Castle. Das klingt schon interessanter, aber auch nicht wirklich ein kreativer Titel. Da mussten wir jetzt durch.
Gut, dass wir wieder so ein Ding bekommen. So, du tust uns ja auch nichts mehr an. Haben wir jetzt in jedem Raum irgendwas anderes zu besiegen, oder was? Jetzt müssen wir auch noch auf die Plattform hier warten. Oh, und Bowser ist nicht weit. Das merkt man. Gut, hier oben scheint er uns ja nicht zu erwischen. Naja, das war jetzt ja auch nicht wirklich fair. Ich wusste ja nicht, wo ich hin muss. Hey, wir sind Kirby, okay. Hä? Oh, komm. Meine... Hat es jetzt noch nicht geskippt? Dann müssen wir jetzt skippen. Nicht lang genug auf dem Knopf drauf geblieben. Okay. Nächstes. Ja, wie gesagt, 8. Level machen wir jetzt als letztes. Dann machen wir im nächsten Part die Level 9 bis 16 von dieser Challenge. Okay. Wow, ein Riesenlevel. Das hat sich echt einen Applaus verdient. Was für ein klasse Level, echt. Das hat bestimmt auch 10 Tage gedauert. Bestimmt. Na, wie auch immer. Danke fürs Zusehen von dieser... vom ersten Teil der First Try or Skip Challenge aus Super Mario Maker Stufe Normal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert für mehr Mario Maker. Und mehr kommt bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.